Ich glaube, die Holzkeile, die machen wir sogar am Hackeblock, oder? Kann das sein? Ja, aber aus Scheiten. Kein Problem. Werden spontan noch mal ein paar Scheite produziert? Und verarbeitet. Machen wir jetzt zum Ende der Aufnahmesession, machen wir hier unsere Lager noch mal leer. Ja, eventuell können wir dann noch einmal nach dem Wein gucken. Also der Wein im Keller, der dürfte ja auf jeden Fall fertig sein. Ich meinte den Weinberg an sich. Ach, jetzt wird er schon wieder müde, der Sack hier. Ist ja furchtbar mit dem. Ach, die haben gerade nochmal Marmor gebracht, ne? Jetzt geht das hier aber los mit der Marmorproduktion. Aber die Steine kommen ja Gott sei Dank auch nicht zu kurz. Da haben wir ja noch einiges von. Da sehe ich schon wieder was. Da sind schon erste Reben fertig. Ich finde das schön, wie das alles läuft. Also wir sind jetzt hier voll im Geschäft drin, ne? Eigentlich das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist die Imkerei, oder? Alles andere läuft doch. Und auch bald anfangen, unseren Friedhof mit Marmor zu verschönern. So, jetzt will ich erstmal das andere Zeug dann noch aus meinem Inventar rauskriegen. Vorher lege ich mich noch mal schlafen. Vielleicht können wir ja auch noch ein paar Bücher schreiben, wenn wir uns jetzt den Schriftsteller-Perk noch holen. Morgen ist der Händler wieder da. Aber wir können ja heute schon Wein ernten, theoretisch. Was wir machen könnten, ja, wir könnten noch Öl produzieren. Mal guckt euch da. Was ist denn da schiefgegangen? Was ist denn da schiefgegangen? Ich bin ja ein bisschen. Naja, gut. Technologien, Geschichten, Bühnenautor. Du schreibst gute Bücher. Tatsächlich kannst du alle Dinge, an die du dich aus der Neuzeit erinnerst, aufschreiben. So, hier Bücher schreiben, da brauchen wir tatsächlich auch nur noch 80 blaue Punkte, dann ist das auch erledigt hier. Dann haben wir wieder ein bisschen was verbauen können. Und was war das andere? Landwirtschaft, ne? Landwirtschaft war ich. Ah, der komplexe Dünger. Ja, gut, der hat natürlich Priorität. Der hat Priorität. Aber so prinzipiell habe ich mir meine nächsten Schritte jetzt halt schon ausgeguckt. Die haben Bücher fertig. Zwei blaue Bücher, das ist doch wunderbar. Wunderbar, warum mache ich das zu? Dann kann ich ja hier gleich komplexen Dünger freischalten. So, Landwirtschaft und Natur ist damit fertig. Und ich kann dann zum Beispiel zur nächsten Aufnahmesession schon mal recherchieren, was genau ich für Spitzendünger 2 brauche, damit unser Wein noch besser wird.
Wunderbar. Und hier bei Bücherschreiben. Tisch 2 und Bücherregal. Gut, das ist jetzt die Frage, ob wir hier noch ein Regal hinstellen müssen. Und die Antwort ist ja, nach Möglichkeit, wenn es geht, warum nicht? Kann ich meinen Tisch jetzt einfach zu Tisch 2 aufwerten oder muss ich einen neuen Tisch bauen? Ich muss einen neuen Tisch bauen. Ich muss einen neuen Tisch bauen. Da brauche ich sogar eine Linse für. Gut, das wird dann etwas komplizierter. Da kümmere ich mich dann später drum. So. Jetzt hatte ich die große Frage. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, das noch weiter zu steigern, dass ich hier goldene Geschichten machen kann? Ich meine, ich könnte jetzt zumindest mit 90%iger Wahrscheinlichkeit Tja, ich habe halt keine goldenen Geschichten mehr, ne? Gut, machen wir erstmal das. Erstmal zu, das war halt, unser Buch hier fertig kriegen. Fürs Kombo-Gebet brauchte ich doch ein Buch, ne? Ja. Da brauche ich ein Buch für. Gut, ich möchte bitte einen silbernen Buchumschlag. Was brauche ich dafür? Stahl! Bist du blöd oder was? Gut, dann komme ich ja hier noch nicht weiter. Dann komme ich hier noch nicht weiter, weil ich sollte ja mindestens damit arbeiten. Vorzugsweise natürlich damit. Ein silbernes Buch. Ich will ein silbernes Buch haben. Aber das kriege ich mit einem Taschenbuch nicht hin. Ach du Scheiße, die basieren auch immer auf dem vorherigen. Na, okay, dann ist das, dann dauert das noch ein Weilchen, bis wir das dann fertig haben. Dann ist das halt so, dann muss das Gebet halt erstmal so reichen. Lässt sich jetzt nicht ändern, weil der Zombie hat doch ein neues, nee, hat er nicht. Fast ein neues Buch fertig. Aber eben noch nicht ganz. 42 Glauben. Ich glaube, ich gehe ein bisschen Alkohol verkaufen noch. Vorbei. Hier vielleicht noch irgendwas zu tun.
ein bisschen Zeit schinden noch, weil der Händler kommt ja den nächsten Tag dann sowieso. Ach ja, ich kann ja meinen Wein abernten. Das sollte ich noch machen. Damit wir dann hier schon mal neuen Wein produzieren können, während ich gehe und den anderen verkaufe. Und mir neue Weinsamen kaufe. Oder Traubenkerne heißen sie, ja. Wobei das ja auch so mit der Zeit jetzt immer mehr werden, ne? Ich meine, guckt euch das an. Wir haben 46 Traubenkerne. Das ist, meine ich, 49 sogar. Das ist, meine ich, doch schon mehr, als wir vorher hatten. Mal gucken, wie viele Felder wir jetzt zusammenkriegen. Ich meine, ich werde mir trotzdem welche kaufen. So teuer sind die ja nicht und das bringt halt echt was. Das ist das komplette obere Feld, haben wir bestücken können. Das sind 1, 2, 3, 4, 8, 12 Dinger. Und guck mal, was wir an Trauben gewonnen haben hier. Schon geil. Und wartet mal ab, was das in der nächsten Aufnahmesession wird. Wenn wir dann mit dem richtig guten Dünger kommen. So, noch schnell den nächsten Wein in Auftrag geben hier unten. Ich finde das teilweise ein bisschen umständlich gemacht hier. So. Wein ist in Arbeit. Und in der Zwischenzeit gucken wir mal, was wir beim Händler erreichen können. Und natürlich bei Horavec. Da gehe ich sogar zuerst hin. Will ja ein bisschen Geld verdienen. Wieso kauft denn der kein... Na gut, dann kauft den hier. Wenigstens das. Warum kauft er keinen goldenen Wein? Und den vergorenen Beeren- und Apfelsaft kauft er auch nicht. Das wäre natürlich blöd, wenn ich den jetzt nicht irgendwo noch loswerde. Kauft der Händler den vielleicht? Der Händler kauft goldenen Wein. Ach, Gott sei Dank. Aber der kauft den... Apfel- und Beerensaft auch nicht, aber den kann ich ja nutzen, um Schnaps zu herzustellen jetzt, ne? So, der Inquisitor will nur 10 davon haben. Das
Das heißt, ich kann das so machen. Und habe sogar noch ein Plus gemacht. So. Hab jetzt noch ein paar Trauben, die ich anpflanzen muss. Als allererstes das hier noch eingesammelt. Der Wein will noch in die Erde. Und dann gucke ich gleich, was ich noch an Kohle in meinen Kisten habe, dass wir vielleicht noch ein bisschen Schnaps brennen können. So, wunderbar. Unsere Auslese wird immer besser, aber der Händlerverkauf, vom Händler kriege ich nicht so viel Geld wie von Hoadrik, oder? So, hier, die liefern ja unablässig Kohle. Das kommt ja auch aus unseren Minen. Mal kurz gucken, kann ich hier unten schon abernten? Dass ich ja, Beeren kann ich noch mal mitnehmen. Dann mache ich es mir mal zur Angewohnheit. Nächstes Mal dann, dass ich dann immer an den Händler- oder Astrologentagen beim Farmer vorbeischaue und mir silbernes Gemüsezeugs hole da. Hier wird Bier produziert, ja gut. Aus Hopfen. Hopfen habe ich überhaupt nicht, ne? Interessant wird es natürlich hier. So. Schnappes produzieren und zwar. Fangen wir damit erstmal an. Dann bin ich echt gespannt, ob mir das was bringt. Soll ich hier nochmal ganz kurz die Lager befreien? Und dann werde ich diese Aufnahmesession auch beenden. Dadadam, dam, 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 dam. Ein bisschen Marmor noch. Dann müssen wir bei Gelegenheit dann jetzt auch mal anfangen zu gucken, was wir denn mit dem Marmorzeug so alles machen können. Irgendwo hier konnten wir jetzt auch eine Linse herstellen. Dann muss ich dann mal gucken, was wir dafür brauchen. Weil die Linse brauchen wir ja für den Tisch 2, ne? Das haben wir nicht hier. Also für eine Linse brauchen wir ein bisschen Glauben, aber vor allem brauchen wir ein bisschen Glas und Politurpaste. Politurpaste? Wo konnte man denn Politurpaste herstellen? Kann ich mal einfach nachgucken, ich Idiot. Ist direkt darunter. Ja, brauchen wir Öl für.
brauche Glas. Scheiße. Gut, dann machen wir das nächstes Mal. Ich habe eben gedacht, wir könnten das vielleicht noch hinkriegen. Ist das hier fertig? Zumindest unser Wein ist fertig, aber der Händler ist jetzt auch schon weg. Schade. Aber ist schon geil. Ja? Also goldener Wein. Und das auf regelmäßiger Basis. Gut, Leute. Das war Graveyard Keeper für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Aufnahmesession wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.